Hallo zusammen! Heute gibt es ein neues Video von mir und zwar ein Unpacking-Video. Ich habe sowas schon mal vor, ich denke, 2 Jahren gemacht. Es kam bei den einen gut an, bei den anderen schlecht, aber ich wollte für die, bei denen es gut ankam, ein neues machen, denn die haben sich drauf gefreut. Und zwar habe ich wieder bestellt bei Yves Rocher und bin gespannt, wie die Produkte in echt sind. Was mir da gleich ins Auge springt, ist mein Lieblingsshampoo. Das gab es billiger, wenn man 2 Stück nimmt. Das ist das I Heart My Planet. Formel biologisch abbaubar, ohne Parabene, ohne Silikone, für alle Haartypen. Ich mag's. Nicht nur, weil es biologisch abbaubar ist, sondern ich finde, es riecht gut und es pflegt meine Haare schön und sie glänzen wirklich. Monoide Tahiti Shampooing Douche de Lagoon. I don't know. Hair and Body Wash. Ich dachte, es ist einmal Hair und einmal Body, aber es ist zweimal das gleiche und ich werde jetzt dran riechen, denn ich habe das noch nie bestellt. An irgendwas erinnert es mich, aber ich kann nicht sagen, was. Aber es ist eindeutig ein Sommerduft. Der Rest steht hier nur auf Englisch. Recyclable bottle containing recycled plastic. Und es riecht richtig lecker. So. Das Hydra Vegetal Micellenreinigungswasser. Reinigung und Pflege 2 in 1. Für normale Haut und Mischhaut, das ist ein Reinigungswasser. Erfrischt und verleiht der Haut sofort neue Ausstrahlung. Ich habe das bestellt, denn mein Reinigungsgel ist bald leer und das haben sie aus dem Sortiment genommen. Jetzt hoffe ich, dass das hier mindestens genauso gut ist, wenn nicht besser. Es riecht ein bisschen so wie die ganzen Hydra Vegetal Produkte, diese Nachtcreme und Tagescreme. Also wer den Geruch kennt, ein bisschen riecht es nach dem. Ich werde euch dann sagen, wie ich es finde. Als nächstes unspektakulär ein Dotting-Tool mit 2 Enden, einer großen und einer kleinen Spitze. Dann habe ich 3-mal Nagellack bestellt. Einmal in der 72 Eukalyptusfarbe, dann einmal in Pivione. Das ist so ein, wie die Wand hinten. Und dann einmal noch ein Goldschimmer und zwar Dor Antique. Also diese 3 Nagellackfarben. I have a confession to make. Ich verwende selbst Bräuner ab und zu. Okay, und zwar dieser hier fürs Gesicht. Der Effekt der Bräunung ist gar nicht so krass, finde ich. Aber ich sehe nicht ganz so blass aus im Winter. Was momentan sowieso nicht der Fall ist, weil ich ja bis im Dezember in der Wüste und in der Sonne war. Aber trotzdem, ich wollte die Bräune nicht gleich so schnell verlieren. Und deswegen habe ich mir hier nochmal so einen Gesichts-Selbstbräuner bestellt. Ich verwende es nicht allzu oft, also nur so ein, zweimal die Woche und dann so eigentlich nur, um meine Bräune zu halten. Das nächste Produkt ist noch ein Shampoo, ein anderes, das ich einfach mal ausprobieren wollte, und zwar ein Anti-Haarausfall-Shampoo. Denn meine Haare sind nicht umsonst so kurz. Nicht, weil ich keine langen Haare will, sondern weil ich einfach so viele Haare verliere, dass es mit langen Haaren einfach nicht mehr gut aussieht. Ich hätte aber gerne lange Haare und deswegen probiere ich mal dieses Anti-Haarausfall-Shampoo aus. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Es ist auch ohne Silikone, ohne Farbstoffe, ohne Parabene, Naturkosmetik. Das nächste Produkt ist die Nutri. Na. Ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe, wie immer. Ich habe keine Spülung mehr und deswegen habe ich die mitbestellt. Repair kann nicht schaden, vor allem auch bei Haarausfall. Und sobald meine Haare länger sind, werden die so am Ende so strohig. Mal sehen, ob diese Produkte helfen können. So, und dann haben wir noch 2 Sachen und dann sind wir fertig. Und zwar ab einem Bestellwert von, ich weiß nicht mehr, ich glaube 30 Euro, konnte man noch etwas mitbestellen. Tada! Das ist hier so gepunktet und hat den Deckel so. Ich weiß nämlich nie, wie ich meine ganze Schminke transportieren soll. Ich habe mal selbst was genäht, aber das ist mittlerweile viel zu klein.
Dürfte funktionieren, ich finde es schön. Und das Gratisgeschenk, das es ja immer dazu gibt. Ah, ein Wecker. Okay, ich werde ihn später mal in Betrieb nehmen. Er soll anscheinend leuchten und dann weckt er einen mit Naturtönen und da kann man einstellen, welche. Ich habe jetzt aber noch keine Batterien passend für den hier. Aber ich werde ihn einstellen und auch separat filmen und hier reinschneiden, denn ich finde das ganz interessant. Das war also der Inhalt meines ganzen Pakets. Ich bin gespannt, wie die Sachen sind. Bis auf diese zwei Produkte kenne ich sie eigentlich noch gar nicht und werde euch dann berichten. Wenn ihr das letzte Unpacking-Video sehen wollt, das verlinke ich euch dann noch hier. Es hat Spaß gemacht, mit euch gemeinsam auszupacken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!